Yo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute wieder mal ein Battle-Format und zwar Gon gegen Killua. Ja, für viele halt ein heikles Thema, weil sie einfach halt Best Friends Forever sind. Aber genau deswegen dachte ich, hey, das wäre spannend, ein Video dazu. Und dass das halt nie passieren wird, dachte ich, dann können wir mal in unserer Fantasie vorstellen, wenn es zu diesem Kampf kommen würde, wie es dann ausgehen wird. Also, let's go! Das ist einfach ein sehr spannendes Thema, weil wir wissen ja, sie sind einfach ein Dreamteam, sie harmonieren wundervoll und ey, da dachte ich nur, ey, was wäre, wenn sie gegeneinander angetreten wären? Also, so halt nicht Freunde geworden sind, sondern halt richtige Gegner. Das, einfach in meiner Fantasie war das irgendwie so krass. Und deshalb dachte ich, ich mache ein Video dazu. Ich liebe sie als Team, also nicht falsch verstehen, Leute, nicht falsch verstehen. Ich liebe sie, aber ich habe mir einfach nur gedacht, wie krass wäre das denn, wie krass wäre das denn? Und dann dachte ich, das könnte sehr spannend sein. Gucken wir doch als allererstes die Skills von Killua an. Also erstens, Leute, Killua hat einfach eine ganz krasse Assassinen-Ausbildung genossen. Also das hat er halt einfach Gon voraus und er weiß ganz ziemlich klar, wie man tötet. Das ist für ihn kein Fremdwort. So, dann hat er natürlich noch den Schattengang, den ich sehr, sehr feiere, als ich ihn im Anime gesehen habe. Ich hatte ihn richtig, richtig gefeiert. Und dann haben wir auch gesehen, dass er einfach mit bloßen Händen jemandem das Herz rausreißen kann. Das ist natürlich ganz badass, also das war richtig badass. Dann hat er natürlich noch seine Jojos, die sind einfach krass. Also ich liebe diese Technik mit den Jojos. Macht ihn halt auch sehr flexibel. Und über das Godspeed muss ich, glaube ich, nicht lange reden. Das ist einfach krass, halt auch mit der Elektrizität. Also, da will ich jetzt nicht allzu viel eingehen darauf. Aber, ja, das sind einfach, man sieht schon, er hat einfach verschiedene Skills, die er dann halt auch flexibel einsetzen kann, je nach Situation. Ja, und Godspeed ist halt einfach das krasseste Mensch. Wirklich das krasseste. Und was man auch bedenken muss, er ist sehr intelligent. Wir wissen, er ist sehr ein Stratege. Er kann in einem Kampf einen Plan aushacken. Ist es das Risiko wert? Ist es nicht wert? Und das kann jetzt natürlich ein Vorteil sein, aber sowie auch ein Nachteil. Also das kommt halt auf die Situation drauf an. Und wir wissen halt, auch in einem Kampf kommt es darauf an, wie ist die körperliche Verfassung, wie ist die psychische Verfassung, so. Und das muss man einfach wissen, das muss man einfach wissen. Und ja, deshalb, wenn die Differenz nicht allzu groß sind, kann auch halt jemand gewinnen, der unterlegen ist. Und schauen wir jetzt mal bei Gon vorbei. Er ist eher der Typ, der jetzt nicht so mega strategisch ist, der er vorstürmt. Das kann genauso ein Vorteil wie ein Nachteil sein. Der Nachteil wäre halt, er könnte schnell in eine Falle tappen. Und ja, das könnte dann der entscheidende Moment sein. Aber auch, er kann natürlich flexible Aktionen durchführen, wo Killua einfach nicht damit gerechnet hat und den Gegner halt völlig überraschen. Wie gesagt, das ist für mich kann ein Vorteil und ein Nachteil sein. So. Aber was hat Gon? Was hat Gon? Nehmen wir mal auch natürlich die Angelrute mit ein. Die ist natürlich auch nice, aber ich glaube nicht, dass er bei Killua damit was groß reißen kann. Das glaube ich einfach nicht. Und dann hat er natürlich sein Cha-Chanken. Ja, das ist halt einfach enorm langsam. Aber wenn er mal trifft, wenn er trifft, dann ja, tut es einfach richtig, richtig weh. Also dann könnte es der entscheidende Moment gewesen sein.
natürlich hat er mit dem Tschatschanken auch gewisse Flexibilität, halt was das Papier und die Schere betrifft. Aber sie ist halt langsam und sie ist einfach halt nicht so flexibel. Und wenn wir jetzt gucken, hat Kilua, wir haben vorhin gesehen bei Kilua, hat so viele Optionen, die er einsetzen kann. Die Jojos, den Schattengang, Shidori hätte ich beinahe gesagt, sein Godspeed. Das sind einfach eine ganze Liste, wo Gon einfach so nicht hat. Deshalb ist es für mich klar, dass bei so einem Kampf würde Gon unterliegen und Kilua würde diesen Kampf gewinnen. Das ist für mich einfach ganz klar. Und ich denke, da stimmt die mir zu. Aber wenn wir jetzt auch noch den erwachsenen Gon angucken wollen, natürlich, das ist ja nicht was, das er immer machen kann, so wie ein Super Saiyan oder so. Das war ja etwas Einmaliges. Aber ich will einfach das auch noch thematisieren. Und ich glaube, da wissen wir alle, dann ist der Kampf einfach vorbei. Dann ist der Kampf einfach vorbei. Denn wir haben es gesehen, diese Kraft, einfach krass. Und Kilua hätte einfach ein Berg voller Probleme. Und dann würde Kilua einfach, ja, er würde einfach draufgehen. Mensch, er würde einfach draufgehen. So, also da glaube ich definitiv, dass Kilua nichts mehr groß reißen könnte. Das glaube ich einfach nicht, denn wir haben es gesehen, dieser Erwachsenen-Gon, wie krass der ist. Und diese Aura halt, das ist eben das Ganze, das ist halt das Extreme, wo sich dann, wir haben das andere Beispiel zusammen angeguckt und das andere ist halt das pure Extreme. Kilua sagt das selbst zu ihm oder denkt es, ey Gon, was hast du geopfert für diese Kraft? Also Kilua war auch sehr, sehr erstaunt, als er diese Kraft sah. Und deshalb denke ich einfach, dass dort die Entscheidung ziemlich klar ist. Also über das müssen wir gar nicht argumentieren. Also das ist einfach klar. So, aber ich denke, wenn wir jetzt vom Normalen ausgehen, würde Kilua gewinnen, so sehe ich das. Und Gon würde ihm unterliegen. Ja, es wäre natürlich sehr ein spannender Kampf, denke ich. Und wäre nice. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ich bin froh, dass es nicht so ist. Also es wäre spannend, aber ich bin froh, dass sie einfach Best Friends sind. Ich dachte nur, ey, wie krass wäre das denn? Ey, wie krass wäre das denn? Ja, jetzt halt mal etwas ein anderes Battle-Format, wo natürlich nie so passieren wird, aber ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und was denkt ihr, wer würde gewinnen? Kilua oder Gon, das würde mich interessieren, wie ihr dazu steht. Ich bin damit raus und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir wieder über Hunter x Hunter reden. Euer Meruboy. Ciao.